Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable. In der letzten Folge haben wir den Archäologen befreit. Ja, am Ende habt ihr nicht wirklich meinen richtigen Wonder gesehen, wie ich das hier in den 5 Minuten geschafft habe. Dazu kann ich nur sagen, es ist scheiße, das zu versuchen in 5 Minuten. Ich habe 2 Anläufe gebraucht. Beim ersten war ein Gegner noch übrig und für den hatte ich 5 Sekunden und das hat nicht mehr gereicht. Also, ist kein Spaß. Dazwischen habe ich jetzt auch die Gegner auf den anderen Maps einfach mal leben lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt noch da sind. Könnt ihr mal gucken gehen. Auf jeden Fall. Ja, und der Assassine, der hier war, war auch keine Freude. Ist auch schön, dass wenn man einen verschont, dass der dann gleich Assassinen auf einen hetzt. Aber das merken wir uns, wenn wir ihn das nächste Mal treffen. Ob wir ihn das nächste Mal treffen, weiß ich jetzt aber nicht. Oh, cool, ein Fisch. Und ein Smaragd. Cool. So. Wir begeben uns dann wieder ein bisschen zurück. Ja, den ersten Satz, den der Archäologe gemacht hat, den habt ihr jetzt leider nicht mehr gehört. Aber ich war nicht schnell genug mit der Aufnahme. Ich dachte, ich könnte noch auf Escape drücken und ein bisschen Pause machen und mein Headset zurechtrücken. Rücken, was auch immer. Und der Ton war für mich zu laut, für euch nicht. Für euch war meine Stimme irgendwie zu laut, habe ich gesehen, gehört. Naja. Auf jeden Fall, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Mein Headset war irgendwie zu nah am Kopf. So, sind hier jetzt noch Gegner? Und zwar hoffentlich keine Lakan. Ja gut, Banditen. Also, allerliebst eigentlich. Im Vergleich zu den anderen Mistviechern. Wobei die hier auch schon ein bisschen was aushalten. Oh, die sind stark. Oh, die halten einiges aus. Es war auch nicht alles, aber einiges so. Kommst du? Oh. Ah, dafür will der jetzt. Oh. Also irgendwie der eine war jetzt stark, die anderen irgendwie nicht. Du könntest auch mal aufhören zu zielen. Habe ich Dauerfeuer oder sowas aktiviert? Gibt's sowas? Oh. Der greift uns an. Eigentlich wollte ich jetzt die Map wechseln und mal die andere Dings angucken, die wir vorher nicht gesehen haben. Die andere. Den anderen Weg mal lang gehen. Aber jetzt muss ich mich erstmal um diese netten Kollegen hier kümmern. Kommt schon. Ein bisschen Mehrfachpfeile für dich und ein bisschen Mehrfachpfeile für dich. Okay, der Typ mit der Armbrust hat es nicht gut ausgehalten. Dafür leider der hier. Wirklich viel gebracht hat ihm das jetzt aber auch nichts. So, und dann gucken wir jetzt mal, was uns hier bei dem Richt... Oh, da müssen wir scheinbar hin. Also da scheint es auch in Richtung... Litchfield Friedhof zu gehen. Ja, wir werden mal gucken, was uns erwartet. Wenn das hier laden würde. Gut. So, beim anderen Teil gibt es scheinbar auch was. Da gehen wir jetzt erstmal... nochmal zurück kurz und von der anderen Seite zum Scharfrichterfeld, weil für mich sieht es jetzt so aus, als würde man da einen Schatz kriegen oder irgendwas. Okay, die können wir noch schnell ausschalten. Das sind jetzt nur ein paar Banditen. Ja, das war fies. Verdammt. Ja, wir rollen uns jetzt einfach mal durch. Achso, das war die Dämonentür. Können wir jetzt mit dir reden? Nein, irgendwie weigerst du dich. Naja. Egal. Wir haben wenig Leben, deswegen essen wir jetzt ein bisschen was. Ich musste dummerweise auch Heiltränke verwenden bei dem Kampf gegen diese Massen von Lakaien. Was mich ein bisschen ärgert, aber ist jetzt nicht umgehbar gewesen. Und ich hatte auch keinen Bock, einfach dann ständig Essen zu drücken, also die... Taste, um einzeln irgendwas zu essen, das war mir dann doch zu nervig. So, wir erhalten Flammenverstärker. Cool. Und wir haben noch einen Mehrfachschuss übrig. Was haben wir hier? Oh ja, Scharfrichter. Platz, Zeug. So. Und hier geht's dann scheinbar zum Litchfield-Friedhof, ja. Also, wir sind jetzt auf dem Weg, wie heißt die Frau nochmal? Auf jeden Fall die Mutter unseres Helden zu retten. Gott, wie hießen die? Irgendwas mit Klinge. Scharlachrobe? Nee, Scharlachrobe hieß sie. Sonst heißen sie immer irgendwas mit Klinge. Nein, aber diesmal sind wir auf dem Weg, Scharlachrobe zu retten. Sprich mit dem Totenreber. Okay. Wobei, irgendwie
möchte ich gerade lieber mal gucken, was es sonst noch für Quests gibt. Ja, ich weiß, ich wechsle ziemlich häufig die Quests, die wir gerade ausführen, aber irgendwie habe ich keine... Neu laden. Ich wollte mich eigentlich wegteleportieren und nicht neu laden. Und... Okay, hier. Ja, dann teleportieren wir uns von hier aus jetzt nochmal zur Heldengilde. Und gucken, was es sonst noch für Quests gibt. Wobei, ich glaube, dann porten wir uns wieder zurück und machen doch die Hauptquest weiter. Irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust, jeden dämlichen Nebenquest zu machen. Vor allem, wenn sie eigentlich böse sind und ich sie überhaupt nicht machen wollte. So, aber es gibt scheinbar neue Quests. Galgenbaum. Räuber haben euch angeheuert. Der Gefängnis. Okay, Galgenbaum. Räuber planen einen Hinterhalt für die Wächter, die ein Verbrecher vom Gefängnis ist. Ja. Ja. Die Quest übernehmen wir mal. Darkus, ja. Das machen wir auch mal und dann kündigen wir gleich ein paar Großtaten an. Wobei, ich glaube, ja doch, wir machen das jetzt, weil es wird einiges passieren, wenn wir jetzt zur Scharlach-Oberetten gehen. Das kann ich nicht garantieren. Und das schon gar nicht. So, was haben wir hier? West Dornrose. Ja, irgendwie gerade habe ich nicht so viel Lust, irgendwie mich selber in Gefahr zu begeben, indem ich da irgendwelche ohne Schutz antrete oder so. Irgendwie, ich mag diese Standardsachen wie kein Schutz und sowas. Großtaten irgendwie nicht, deswegen würde ich mal sagen, wir machen es lieber ohne sowas und gucken jetzt erstmal, was es gibt. Also einmal Darkwood-Störung. Darkwood war, das ist Witchwood. Darkwood ist dann in der Nähe von Grabhügelfeld eigentlich, dachte ich. Wo ist denn das jetzt? Ah ja, da vom Darkwood-Bordell gibt es da noch einen anderen Weg. Von Greatwood aus vielleicht. Ja, ich glaube von... Ach, wir gehen einfach von Greatwood aus, ob das jetzt kürzer ist oder nicht. Ist jetzt erstmal egal. Die Räuber, die uns jedenfalls bei Greatwood erwarten, die müssten wir langsam mal one-hitten. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Da. Die sind auch noch mager und so. Ganz im Gegensatz zu denen, gegen die wir sonst kämpfen. Warum spannt er jetzt automatisch den Bogen? Finde ich ja ganz cool, aber irgendwie ungewohnt. Ach, wir können auch einfach mal mit unserem Schwert durchgehen. Das halten die genauso wenig aus. Und, was man nicht vergessen darf, bei Darkwood gab es auch noch... Wunderbar. Bei Darkwood gab es auch noch diese eine Dämonentür. Oh, das ist die falsche Richtung, schade. Ja, ignorieren wir jetzt einfach mal die ganzen Händler. Gerade habe ich nicht so viel Lust, mich da irgendwie um Handel oder sowas zu kümmern. Und wir brauchen auch eigentlich gerade gar nichts. Oder zumindest nichts wirklich dringend. Genau deswegen bewegen wir uns jetzt erstmal in Richtung Questerfüllung. Ja, Questerfüllung ist eine Richtung. Vor dem Viech müssen wir jetzt 10 Knusperhühnchen essen. Muss ich auch irgendwann nochmal machen. Ja, am Ende werde ich dann einfach nochmal alle Dämonentüren machen oder so. Weil gerade bin ich eher so Kampf-Quest-Ding gerichtet. Das Banditenlager hier war übrigens, wie ich mich erinnere, auch ziemlich lustig. Ja, alles so lange her. Ich weiß auch gerade gar nicht, was für eine Nummer der Party haben wird, aber mich schon die 50 erreicht? Ja, wahrscheinlich sowas so 55, 56. Also es ist schon lange her, wenn man bedenkt, das war irgendwann Part 8 oder so wahrscheinlich. Ja, ja, viel hat sich seitdem getan. Hier haben wir ein paar Räuber. Da würde es mich jetzt interessieren, ob das jetzt starke Räuber sind oder... Nein, sind sie nicht. Ja, wobei... Ja, doch, die sind schon nicht schlecht. Wir aktivieren Mehrfachpfeil und es laggt. Oh, das sind starke Räuber, die halten einiges aus. Aber auch nicht alles. Möchtest du gerne sterben, dann mache ich so weiter. Okay, der ist tot. Ja, er wird uns nicht verschonen, natürlich. Bist du tot? Danke.
So. Ah, okay. Ich habe gerade gar keine Lust irgendwie auf so kleine Gegner. Ja, das Problem bei den Lakaien war, sie waren zwar scheiße, aber irgendwie... Jetzt habe ich keine Lust mehr, gegen was anderes zu kämpfen. Weil die waren wenigstens noch eine Herausforderung. Okay, die Banditen sind auch nicht schlecht, aber irgendwie... Die finde ich eher nervig. Oh cool, können wir den jetzt finishen? Nein, können wir nicht. Wir können einfach mal zusehen, wie der Erdtroll es mit den Viechern aufnimmt. Oder den Typen. Oh, oh, oh. Ah, jetzt verfolgen sie ihn nicht mehr. Ja, klar. Boah. Scheiße. Puh. Fast hätten wir dabei zusehen können, wie Banditen von einem Erdtroll gebasht werden. Aber leider nur fast. So, hier sind auch viele Gegner und Spatzen. Können wir die eigentlich abschießen? Na egal. Weiter geht's dann im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Ciao.